In diesem Krankenhaus in Peking hält sich der Bürgerrechtler derzeit auf, zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern. Aber hat er die amerikanische Botschaft tatsächlich freiwillig verlassen? In einem Telefoninterview behauptet Chen, die chinesische Regierung habe gedroht, wenn er nicht aus der Botschaft gehe, dann werde er seine Familie nicht wiedersehen. Schwere Vorwürfe.